Ein Gott, der redet, Gottes Wort geschieht. Zu diesem Thema möchte ich zeugnishaft heute zu euch reden. Ich freue mich, dass ich das erste Mal hier in dieser Etage rede, meistens eine Etage tiefer. Und dann ist es auch eine andere Sprache. Aber es ist gut, dass es so viel verschiedene, schöne Sprachen gibt, angefangen von der schönsten aller Sprachen, Schweizerdeutsch. Und dann kommt Hebräisch. Und dann kommt Englisch. Warum Englisch? Das ist die Sprache, die wir im Himmel brauchen. Da, wo die Engel sind, wird wahrscheinlich Englisch gesprochen. Ich hoffe, dass es heute mit Schriftwort auch gut geht, mit Schriftdeutsch auch gut geht. Wer ist dieser Martin Meyer? Ich möchte eigentlich nicht über mich reden, aber doch einfach so ein klein bisschen sagen, wer ich bin, damit wir einander näher kommen, aber gemeinsam dann dem Wort Gottes näher kommen. Ich bin als Missionarskind in Japan geboren und aufgewachsen, dadurch zweisprachig aufgewachsen. Und ich habe mit 14 Jahren ganz persönlich einen direkten Ruf bekommen in den Dienst und wusste, dass mich Gott haben möchte in der gleichen Art und Weise, wie auch mein Vater und tatsächlich auch schon mein Großvater tätig war. Mein Vater ist in China geboren, weil er Missionarskind war. Und so hat sich auch in meinem Leben die Zeit in Ostasien wieder in Japan nochmal verlängert. Ich kam mit 17 Jahren nach Deutschland, habe dann Deutschland kennengelernt, vorher nur punktuell durch kurze Heimataufenthalte. Und ich war mit 25 Jahren wieder in Japan als Missionar, aber wir sind jetzt schon wieder über 20 Jahre zurück und sind in Deutschland und in dieser Zeit mehr und mehr auch im Dienst unter Japanern tätig geworden. Und zwar ohne, dass wir das gesucht haben. Das war eine so klare Führung Gottes, als unsere Kinder aus dem Haus gingen. Da war für uns die Frage, gehen wir zurück nach Japan in den Missionsdienst? Das war vor etwa knapp 15 Jahren. Und dann öffneten sich die Türen und dann kamen Anfragen. Und das ist das Timing Gottes, wo er sagte, hier gibt es jemand, hier gibt es eine Gruppe Japaner. Ihr könnt doch Japanisch, ihr kennt doch Japan, könnt ihr ihnen nicht die Bibel lehren? Und es ging bei diesen Gruppen, die sich dann gebildet haben und die Türen, die sich aufgetan haben in Süddeutschland und dann auch hier in der Schweiz, da ging es eigentlich immer nur um das Wort Gottes. Es ging um den Unterschied der verschiedenen Sprachen und Denkweisen. Aber unser Haupthandwerkszeug war das Wort Gottes, die Bibel. Und das ist der große Reichtum meines Lebens, unseres Lebens, dass wir mit Gottes Wort umgehen dürfen. Und das soll heute auch im Mittelpunkt dieser Predigt stehen. Was hat dieser Mann dann mit Israel zu tun? Ich bin Vorsitzender des Israelwerkes ZDK. Nun, das hat sich genauso durch eine Fügung ergeben. Wer die Bibel aufschlägt, kommt an Israel nicht vorbei. Und meine Frau und ich waren uns eigentlich schon mal in Japan, als wir noch dort waren, einig und sagten uns, wenn wir mal im Ruhestand sind, ich weiß nicht, ob es sowas gibt für Reich Gottes Arbeiter, aber wenn wir mal im Ruhestand sind, dann gehen wir nach Israel, dann kommt Israel dran, dann aber richtig. Und der Herr hat es viel früher gefügt, dass ein Ruf von diesem Berg ZDK an uns herantrat. Und zwar bevor wir auch hier in der japanischen Gemeinde, hier im Untergeschoss tätig wurden, vorher schon. Und sie haben uns gebeten, wir wohnen sehr dicht dabei im Nordschwarzwald, könnt ihr nicht mithelfen in der Verantwortung? Und daraus ist die Verantwortung der Leitung geworden. Und ich habe manches Mal gehadert, wie passt das zusammen, Missionsdienst unter Japan, Japanern. Das sind nach unserem christlichen Verständnis die Heiden. Und Israeldienst in Israel, ist das nicht ganz weit auseinander? Wie kann das zusammenpassen? Und uns ist selber erst richtig klar geworden, wie sehr das zusammenpasst und gehört. Und wie das zwei Seiten der gleichen Münze vom Reich Gottes sind. Da gibt es Unterschiede und die haben wir kennengelernt und heute gehört es zu den großen Vorrechten in meinem Leben, dass ich da unterscheiden darf
und trotzdem mit der gleichen Botschaft tätig sein darf. Ich war bis vorgestern noch in Jerusalem und in Tel Aviv und bin noch nicht ganz umgestellt von der Umgebung. Zum Glück ist der Zeitunterschied nicht groß. Und da wird es einem wieder neu bewusst. Wir sind auch in 3 Wochen wieder in Israel mit einer Gruppe hier von unserer japanischen Gemeinde. Da wird dieser Unterschied so richtig zur Schnittstelle, zur Begegnung zwischen den beiden Polen, die mit Israel und mit der Völkerwelt zusammenhängen. Wir Deutsche, wir Schweizer, wir gehören genauso zur Völkerwelt gegenüber dem Volk Israel. Und wir haben gelernt, ich brauche einem Israeli, einem Juden überhaupt nicht anfangen, beibringen zu wollen, wer der Gott der Bibel ist. Da wird er böse, zu Recht. Da sagt er, du Heide, hast mir gar nichts zu sagen. Ich lehre dich, setz dich hin und halt den Mund. Das ist mir so begegnet auch. Und man muss sagen, jawohl, da haben sie ein Stück weit recht. Sie sind und bleiben das erwählte Volk Gottes, ganz egal, was sie für eine persönliche Lebensführung, Glaubenshaltung haben mögen. Mit diesem Widerspruch haben wir manchmal Schwierigkeiten, zurechtzukommen. Natürlich freuen wir uns an unseren messianischen Geschwistern am meisten. Aber Israel hat eine Nähe zum lebendigen Gott, denn es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist der Gott der Bibel. Und Israel muss nicht lernen, wer ist der wahre Gott. Die Heiden müssen das lernen. Wir mussten es einmal lernen. Wer ist der wahre Gott? Was Israel lernen muss, ist, wer ist der wahre Messias? Aber was den Gott der Bibel angeht, da stoßen wir auf viel Vorkenntnis in Israel. Das ist ein ganz großer Unterschied, der sich auch zeigt bis hin in der Missionsmethode, die wir unterschiedlich anwenden müssen, sei es in Israel oder zum Beispiel in Japan. So freue ich mich, dass das in meiner Person zusammengehört. Wie alt ist der Mann, der hier vorne steht? Ich bin 62. Die Hälfte meines Lebens habe ich in Japan verbracht, die andere Hälfte in Deutschland. Und heute werde ich mich aber ans Deutsche halten. Ich lese uns den Predigttext. Und heute geht es um dieses Wort Gottes und um den Gott, der redet. Ich lese uns den Predigttext aus 5. Mose Kapitel 30, die Verse 11 bis 14. Danach möchte ich einiges sagen, einleiten zu dem, was diesen Text in seinem Umfeld betrifft. Und dann gehen wir durch diese Predigt anhand von 3 Punkten. Also, dass die, wo gerne schlafen, wissen, wann sie wieder aufwachen sollen. 5. Mose Kapitel 30, 11 bis 14. Das Gebot, das ich dir heute gebiete. Moment, stopp. Wer spricht hier? Das ist das Wort, das Mose, alt geworden, an das Volk Israel am Ende seines Lebens sagt, und natürlich spricht er auch als Stimme Gottes. Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Diese Verse gehören als eine Einheit zusammen. Ich nehme das vorweg. Wir haben hier ein mündliches Vermächtnis oder ein Testament des Mose. Wann hat Mose diese Worte gesprochen? Als Mose diese Worte sprach, war er bereits 120 Jahre alt. Diese Worte stehen im 5. Buch Mose. Das 5. Buch Mose heißt auch Deuteronomium, das muss man sich nicht merken, das Wort kommt aus dem Lateinischen und das bedeutet die Wiederholung des Gesetzes. Und das ist geschehen man kann das lokalisieren,
Im Gefiel de Moab, so wird das in manchen Übersetzungen genannt, im Gefiel de Moab, schauen wir einmal auf die Israelkarte. Das Volk Israel kam nach 40 Jahren Wüstenwanderung östlich vom Toten Meer, hinter den jordanischen Bergen, die man da vom Toten Meer aus Israels Seite sieht, kamen sie durch nach Norden und kamen in die Gegend, wo etwa der Rote Kreis ist. Innerhalb dieses Roten Kreises ist auch der Berg Nebo, auf dem Mose starb und begraben wurde. Aber Mose war noch mit diesem Volk zusammen bis zu seinem 120. Lebensjahr. Und sie waren dann in dieser Gegend, in den Gefilden Moabs, so ungefähr in diesem runden Kreis, da wo der Jordangraben, das Jordantal sehr breit ist, auf der Seite über dem Jordan von Israel aus gesehen heute, im Jordanien von heute. Dort haben sie gelagert. Ein riesengroßes Volk. Und dort hat Mose Deuteronomium gemacht. Er hat das Gesetz wiederholt. Warum wiederholt? Das wurde dem Volk Israel vor 40 Jahren gegeben. Ob wir alle noch wissen, was wir vor 40 Jahren einmal gelernt haben? Und damals hatte nicht jeder seine Bibel, entweder digital oder gedruckt, klein oder groß, dabei, um Gottes Wort, das Gesetz Gottes, später wurde es das Gesetz Moses genannt, aber wir haben es hier mit Gottes Wort zu tun. Um dieses Wort zu hören, musste man sich versammeln an der Stiftshütte. Das war nicht so frei zugänglich wie heute. Und vieles blieb da auf der Strecke. Vieles ist in Vergessenheit geraten. Bibelleser wissen es. Wer das dritte und vierte Buch Mose durchgelesen hat und kommt ans fünfte Buch Mose, der denkt, das habe ich doch gerade eben alles erst gelesen, das wiederholt sich ja alles. Da sind 40 Jahre dazwischen, vom Text her gesehen, vom Inhalt her gesehen, in denen Mose jetzt nach 40 Jahren noch einmal, und hier ging es um sein Vermächtnis, er wollte etwas hinterlassen seinem Volk, noch einmal dieses Gesetz in seinen Schwerpunkten wiederholen wollte. Kapitel 27 bis 30, nachdem er fast das gesamte Buch, fünfte Buch Mose, durchwiederholt hatte, kommen diese letzten Kapitel, die nochmal eine Zusammenfassung sind, also eine Zusammenfassung alles dessen, was er sagte. Und hier ist besonders herausragend das Kapitel 28, Segen und Fluch. Wenn du das Wort hältst, würde ich der und der und der Segen treffen. Wenn du das Wort nicht hältst, würde ich der und 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 der Fluch treffen. Die Fluchseite ist viel, viel, viel länger. Ein langes Kapitel von 69 Versen. Wenn wir einmal Kapitel 28, den letzten Vers, in manchen Bibeln gehört es schon zum nächsten Kapitel, lesen. Das sind die Worte des Bundes, den der Herr dem Mose geboten hat, mit Israel zu schließen im Lande Moab. Neben dem Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte, 40 Jahre vorher, am Horeb. Hier wurde wiederholt. Und dann kommt nach dieser Zusammenfassung mit Segen und Fluch der Abschluss. Und die Abschlussrede des Mose, die ist im Kern das, was wir als Predigtext heute haben, die Verse 11 bis 14, vielleicht noch die nächsten Verse auch, aber die letzten Kapitel des fünften Buches Mose erzählen dann inhaltlich vom Tod und Begräbnis des Mose. Dass Mose 120 Jahre alt wird, war nicht zu erwarten. Wir haben von Mose als Autor die fünf Bücher Mose. Und wir haben auch einen wunderschönen Psalm in der Bibel, den Psalm 90. Dort sagt Mose, das Lied Moses des Mannes Gottes, unser Leben währt 70 Jahre. Wenn es hochkommt, 80. Wenn es köstlich war, was Mühe und Arbeit. Das war die Erwartung von Mose auch. Er wusste, 80 Jahre, dann geht es zu Ende. Und er wurde mit 80 berufen und hat dann
den Auszug, den Exodus angeleitet und kam an den Sinai, hat die Gesetzgebung erlebt und hat das Volk 40 Jahre in der Wüste geführt, wo es den Ungehorsam aussitzen musste. Und dann kam es an die Tore von diesem Land Kanaan und da wollten sie hinüber, über den Jordan. Und Mose wusste schon, ich nicht, ich darf nicht, ich werde noch außerhalb des Landes sterben. Aber ich möchte mein Vermächtnis, das, was eigentlich das entscheidend Wichtige war, das möchte ich noch einmal weitergeben. Am Sterbebett von Menschen zu sein und so letzte Worte zu hören, manchmal gehört es in unserem Dienst auch mit dazu. Das ist ergreifend und da werden keine unnötigen Worte gemacht. Und das müssen wir uns vorstellen, das steht hinter diesem heutigen Predigttext. Worum geht's dem Mose eigentlich? Er sagt, ich kann nicht mit euch rüber, mein Leben ist zu Ende, aber jetzt kommt das Wichtigste. Und dann kommt dieser Vorwurf, sage nicht, das Wort, das ich dir vermittelt habe, das ist unerreichbar im Himmel oben. Wer kann, da kann kein Mensch hinkommen. Dieses erste Argument zeigt die Unmöglichkeit. Man kann es nicht erreichen. Sag auch nicht, es ist weit über Meer. Das zeigt die Beschwerlichkeit, wenn man es erreichen will. Es ist fast nicht zu erreichen. Wer könnte dahin und es uns holen, dass wir es hören und tun? Sondern, sagt er, es ist das Wort ganz nahe bei dir. Und nun kommt ein geheimnisvoll, für uns manchmal geheimnisvoll anmutender Dreiklang. Und um den geht es uns heute zentral. Ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Was heißt das? Wir wollen dieser Frage nachgehen mit drei Punkten. Der erste Punkt, Gott der Herr redet. Ich denke, wir sind Bibelleser, die meisten von uns vielleicht. Wo kommt das Reden Gottes in der Bibel zum ersten Mal vor? Da muss man die erste Seite der Bibel nur aufschlagen. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das Reden Gottes zieht sich durch die gesamte Bibel hindurch. Ich muss hier aufpassen, dass ich sie weiterleite mit dem Drücker, bis ich es richtig habe. Jawohl. Es gibt ungezählte, ich habe nur ganz wenige mal herausgepickt, ungezählte Bibelworte, die uns deutlich machen, Gott ist ein redender Gott. Wir lesen einen ganz großen Sprung ins Neue Testament hinein. Hebräer 1, Vers 3, er, es geht um Christus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Ich bin aufgewachsen in Japan. Für uns war es Alltag, buddhistische Tempel oder shintoistische Schreine zu sehen. Die beiden Religionen sind in Japan fast gleichwertig nebeneinander. Das eine ist eine Götzenreligion, um es ganz plump zu sagen. Es ist eine Kodexreligion, die sich an bestimmte ethische Regeln hält und Götzen verehrt. Das ist der Buddhismus. Das andere ist eine animistische Religion, die einen Geisterglauben pflegt, der Shintoismus. Und wir haben viel auf natürliche Weise diese Menschen auch beobachtet, wie sie in den Tempeln sind und vor Götzenfiguren stehen und wie sie beten. Was betet man als Heide in diesem Shintoismus oder Buddhismus? Man bittet in der Regel um Taten Gottes, also die gegenüber, die man als Gott selber festgesetzt hat, die bittet man zu handeln. Man möchte Bewahrung, man möchte Schutz, das ist so das Hauptsächliche. Und man erwartet einen positiven Handlungseinfluss aus der Seite des Gegenüberliegenden, des Göttlichen. Aber man erwartet gar kein Reden. Ich habe mich auf die Suche gemacht, so ganz grob im Überflug durch die Religionswelt, die bekannte Religionswelt. In den Religionen der Völker gibt es keinen Gott, der redet. Das ist interessant. Und das gilt vielleicht bedingt auch für den Islam.
Es wird viel über Gott geredet. Aber dass dieser Gott direkt zu dem einzelnen Gläubigen redet, das ist Fehlanzeige. Das gibt es nicht. Und hier ist Alleinstellungsmerkmal der Bibel. Nur die Bibel, nur der Gott der Bibel offenbart sich als ein redender Gott. Und das gibt zu denken. Die gesamte Bibel ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Aber nicht durch Mose, der sagt, also ich stelle euch mal Gott vor, sondern durch Gott selbst, der sagt, so bin ich. Und du Mose und du Jeremia und du Jesaja, schreibe und offenbare, was ich bin. Und da und dort hat er sich direkt geoffenbart. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Darf ich Sie nochmal zurücknehmen in den Anfang der Bibel, in das Geschehen im Paradies bei Adam und Eva. Gott redete mit Adam und begegnete ihm. Wie hat Adam Gottes Stimme gehört? Akustisch, direkt. Selbst nach dem Sündenfall hat Gott zu ihm ihn gerufen, Adam, wo bist du, als er sich versteckte? Gott hat sogar zu Kain, dem Brudermörder, geredet. Wo ist sein Bruder Abel? Und das war keine Einbildung in seinem Herzen. Er hörte die Stimme und antwortete Gott. Bevor das Wort Gottes verschriftet wurde, angefangen durch das Gesetz Moses und abgeschlossen mit dem letzten Buch der Offenbarung, bevor das Wort Gottes verschriftet wurde, da sagt der Hebräerbrief, hat Gott manchmal und auf mancherlei Weise zu uns geredet, zu den Vätern geredet, sei es durch die Propheten. Darf ich zurückerinnern an den Noah? Wie hat Noah Gott gehört? Akustisch. Aber es war überzeugend, es war keine Einbildung. Gott sagt zu Noah, baue eine Arche. Noah mag geantwortet haben, was ist eine Arche? Und Gott sagt zu ihm, ein Kasten, ein Schiff, das schwimmt auf dem Wasser. Und Noah sagt, hier gibt es kein Wasser. Und Gott sagt, ich lasse Wasser kommen. Und alles drumherum sprach dagegen. Und die Spötter genauso sagten, vergiss ihn, die Sonne war zu heiß. Aber er war überzeugt. Er wusste es, weil das Reden Gottes für ihn klar, unmissverständlich, überzeugend, deutlich war. Und er wollte gehorchen und hat gebaut und wurde gerettet. Und doch haben wir es in dieser Zeit des Alten Bundes, auch wenn es ein akustisches Reden Gottes war, es eben mit Gottes Stimme zu tun. Darf ich hier einen kleinen Einschub machen? Es gibt Geschwister, die meinen, sie sind auf dem richtigen Weg oder dem biblischen Weg, wenn sie Gottes Stimme genauso akustisch heute hören wollen. Da kann man nur warnen, das ist ein Schwarmgeist, der widerspricht dem, was in der Bibel steht. Dass das Wort Gottes verschriftet ist und die Offenbarung vollkommen da ist. Es geht nicht darum, dass wir Stimmen hören, aber wir begeben uns zurück in den alten Bund, wo Gott auch so geredet hat und trotzdem war es ein geistliches Reden. Das beste Beispiel hierfür gibt uns das Beispiel von der Berufung des kleinen Samuel. Ein kleiner Junge. Wie alt er gewesen sein mag, das wissen wir nicht genau. Irgendwo vielleicht zwischen 4 und 13 Jahren. Er war bei Eli in Shiloh in der Stiftshütte. Auch wenn die Stiftshütte zu dem Zeitpunkt vielleicht schon ein paar feste Wände hatte, trotzdem gehört es zur Stiftshütte, dass sie mit Decken, Zeltplanen, Tuch überdeckt ist. Das ist hellhörig. Da bin ich überzeugt. Und hier hat Eli gewohnt und in der Nachbarkammer durch Zeltbahnen abgetrennt der Samuel, der kleine Junge. Und er hört seinen Namen rufen, Samuel, Samuel. Und er springt zu Eli, wie so oft er es getan hat. Hier bin ich. Und es ist spät am Abend, kurz vor meinem Schlafen. Und Eli sagt, ich habe dich nicht gerufen. Ich nicht. Du schläfst vielleicht schon oder träumst, geh hin, leg dich schlafen. Er geht hin und hört seinen Namen, Samuel, Samuel, und springt zurück. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Und Eli sagt ein zweites Mal, ich habe dich nicht gerufen.
Und dann geht er hin und hört ein drittes Mal: Samuel, Samuel. Und er rennt zu Eli und sagt: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Das Traurige an dieser Geschichte ist, dass der Eli, der es beim dritten Mal merkt, da ruft jemand wirklich, aber er hat nichts gehört. Der Eli nicht. Der Samuel hat gehört. Und dann hat er ihn zurückgeschickt und sagt, wenn es wiederkommt, dann sag: Rede, Herr, dein Knecht hört. Und als der Samuel nach dem dritten Rufen zurückging, da hat er sich nicht schlafen gelegt. Ich weiß, das steht nicht in der Bibel, aber es wäre seltsamer, das nicht anzunehmen. Da saß er im Bett und dachte: Kommt's nochmal? Und da saß noch ein anderer in der Nebenkammer im Bett und dachte: Ich will's auch hören. Der Eli hat nichts gehört. Samuel hat's gehört, akustisch. Es ist ein geistliches Reden, es ist das Reden Gottes, das wir heute in seinem Wort abgeschlossen hier vor uns haben. Heute brauchen wir nicht auf solche Stimmen zu achten, heute müssten wir die Bibel aufschlagen. Aber die Frage war damals schon bei Eli und bei Samuel, der Altersunterschied war groß, da war die Frage schon: Gehöre ich zu der Sorte, die Gottes Stimme nicht hört? Oder gehöre ich zu der Sorte, die Gottes Stimme nicht kennt, wie der kleine Samuel? Das war das Dilemma von Israel zu diesem Zeitpunkt. Und dieses Dilemma zieht sich durch die Zeiten der Menschheit durch bis heute. Die einen kennen die Stimme Gottes nicht, die anderen hören sie nicht. Und die Frage, die am Ende von diesem ersten Punkt vor uns steht, ist: Was mache ich mit meiner Aufmerksamkeit gegenüber der Stimme Gottes? Warten wir nicht auf akustische Signale, nein. Aber wir haben unseren Beitrag, die Stimme Gottes zu kennen, kennenzulernen und verstehen, hören zu lernen. Und die hat direkt, ganz direkt mit dem Wort Gottes zu tun, mit der Bibel, mit dem Aufschlagen oder Nicht-Aufschlagen der Bibel. Ich hatte eine längere Fahrt mit einem jungen Mann. Wir haben uns gut verstanden. Er hatte ein Problem. Das haben wir die Fahrt auch zum Gespräch genutzt. Und er suchte Rat. Er stand an einer Wegkreuzung in seinem Leben, die ihm sehr, sehr wichtig und viel bedeutet hat und die auch eine ganz große Entscheidung beinhaltet hat. Er sagte: Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt Gott so inständig gebeten, dass er mir ein Zeichen geben soll. Da ist in mir so der heilige Hut hochgegangen. Und ich habe auf die Seite geguckt kurz und habe ihn fast angeherrscht. Es war nicht unhöflich und nicht grob, aber ich habe sehr deutlich ihm gesagt: Hör auf, ein Zeichen zu suchen von Gott. Bitte ihn um ein Wort. Wenn du heute meinst, ein Zeichen bekommen zu haben, dann bist du morgen schon nicht mehr sicher, war es jetzt das oder nicht. Das ist so wankelhaft wie unser Wesen. Bitte ihn um ein Wort. Gott ist treu, er wird dir es geben. Er ist so still geworden, hat sich später bedankt und sagt: Ja, das war für mich ein wichtiger Wegweiser, dass ich weiß, es geht um Weisung Gottes durch sein Wort. Das ist sein Reden für uns. Ein zweiter Punkt: Gottes Wort geschieht. Nun, das hat mit unserem Predigtext direkt vielleicht nicht so viel zu tun und doch ganz, ganz massiv. Ich möchte zu diesem Punkt unbedingt einige Sätze sagen dürfen. Wir lesen besonders im Alten Testament sehr, sehr oft, dass da steht, zum Beispiel Jona 1, Vers 1, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais, Micha 1, Vers 1. Dies ist das Wort des Herrn, welches geschah zu Micha aus Moreschet zur Zeit des Jotam Ahas Hiskia, der Könige von Juda. Es geschah, es geschah. Warum steht hier nicht, Gott redete zu Jona? Gott redete zu Micha, so und so. Immer wieder dieser Ausdruck, der, wo es am allermeisten vorkommt, ist
der Prophet Jeremia, da zieht das ganze Buch, alle über 50 Kapitel hindurch. Es geschah das Wort des Herrn, es geschah das Wort des Herrn. Man kann es bei Sacharja lesen, man kann es bei Haggai lesen und sogar im Neuen Testament noch an einer Stelle, Lukas 3, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren. Da geschah das Wort des Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Vor 3 Tagen stand ich dort an der Taufstelle und habe mich wieder vergewissert, hier soll es gewesen sein, wo Johannes getauft hat. Es gibt viel Wasser dort. Man kann sich das wunderbar vorstellen, obwohl es mitten in der Wüste ist, am Jordan. Selbst bei Johannes dem Täufer, heilsgeschichtlich gesehen, die Person, die am Schnittpunkt zwischen dem Alten und dem Neuen Bund steht. Der letzte Prophet, der zugleich der Hinweisgeber ist, dieser ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Genau der Angelpunkt zwischen Altem und Neuem Bund, Johannes der Täufer. Und auch hier kommt interessanter, besagterweise noch einmal dieser Ausdruck, das Wort des Herrn geschah. Warum es nachher nicht kommt, ich werde nachher noch etwas ausführlicher dazu sagen, nur vorweggenommen, nachher tritt Christus selbst auf, der das Wort Gottes in Person ist. Und dass da ganz viel geschieht, davon spricht die Geschichte Christi auf Erden und seither. Aber zunächst heißt es im Alten Bund, das Wort des Herrn geschah, geschah. Und was bedeutet dieses Wort geschehen? Wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, dann gibt es 2 Sprachen, die dem zugrunde liegen, mindestens das Hebräische und das Griechische. Es gibt noch eine, aber wir begnügen uns mit diesen 2 Sprachen. Und das Hebräische, das hat so seine Schwierigkeitsgrade höher als das Griechische. Deshalb ist es gut, dass das Alte Testament schon im 3. Jahrhundert vor Christus von jüdischen Gelehrten ins Griechische übersetzt worden ist. Und wenn man sich mit dem Griechischen dann auskennt, kann man in dieser Übersetzung der Septuagint da auch ein bisschen nachlesen. Und da findet man interessante Zusammenhänge. Dieses Wort geschehen heißt, ich gehe gerade ein weiter nach vorne, jetzt kommt der theoretische Teil, ginomai, man muss sich das nicht merken, das heißt einfach werden, entstehen, auch wenn ein Kind geboren wird, ist dieses Wort verwendet, dieses Verb verwendet, oder verwirklichen, geschehen. So haben es viele Bibelübersetzer übersetzt. Und das heißt etwas verwirklichen, einen Effekt bewirken. Ich will uns das versuchen, ganz einfach plausibel zu machen. Wenn Gott redet, dann geschieht sein Wort. Das heißt, es geschieht etwas. Oder ganz einfach ausgedrückt, Gottes Wort hat Wirkungskraft. Wer heute Fieber hat und nimmt ein fiebersenkendes Medikament, der vertraut darauf und in der Regel funktioniert es auch, dass sich das Fieber senkt. Dieses Medikament hat fiebersenkende Wirkung. Gottes Wort hat Wirkungskraft. Wenn Gott redet, sind es nicht Worte, irgendwelche Worte der Theorie aneinandergereiht, sondern hier ist Kraft, die sich offenbart. Es gibt zu diesem Ginomai ein entsprechend zugrunde liegendes hebräisches Wort. Und die Septuaginta-Übersetzung und auch das zugrunde liegende hebräische Wort, das erste Mal, wo dieses Wort in der Bibel vorkommt, ist wieder ganz am Anfang im 3. Vers der Bibel. Gott sprach, es werde Licht und es, jetzt kommt die Übersetzung, es ward Licht, so hat der alte Luther übersetzt. Es wurde Licht. Dieses Wort Ginomai an dieser Stelle verwendet. Gott spricht und es geschieht etwas. Wenn Gottes Wort reden darf,
dann verändert sich etwas. Da ist Wirkungskraft drin. Wie ich das uns plausibel machen kann, ich war als kleiner Junge in Japan mit einigen Freunden manches Mal damit beschäftigt, Streiche zu machen, wie vielleicht manche andere hier auch. Wir waren alle mal jung, denke ich. Japan gehört zu Asien und in Asien gibt es das ganze Jahr hindurch, nicht nur an Silvester, Feuerwerkskörper zu kaufen. Die werden da produziert, die liegen fast auf der Straße, für kleines Taschengeld in den Tante-Emma-Laden gegangen und solche Knallkörper gekauft. Diese Knallkörper, das ist wie so eine Mini-Dynamitstange, kann man sich's vorstellen. Ein explodierender kleiner Knallkörper und oben eine Zündschnur heraus. Und dann kam die Mutprobe. Wir standen zusammen, ein paar Jungs, und dann wurde dieser Knallkörper in die Hand genommen und angezündet. Und wenn die Lunte einmal brennt, gibt es kein Zurück mehr. Nicht wahr? Und dann zischt die Flamme oder der Funken immer näher an den Knallkörper und im letzten Moment wegwerfen, dass er in der Luft verknallt. Ich habe manche schmerzhafte Erinnerungen an diese Zeit. Wenn das Timing etwas falsch war und das Ding in der Hand explodiert ist. Nun, die Hand ist noch dran. Aber was ich damit verdeutlichen wollte, es gibt einen Zustand vor der Explosion und einen Zustand nach der Explosion. Das hat Dynamit an sich. Es gibt ein Vorher und ein Nachher dieser explodierenden Wirkung. Und nach Hebräerbrief ist es genau dieses Wort Dynamis, das dem Wort Gottes zugesprochen wird, das diese Dynamitkraft hat und Wirkung entfaltet. Unsere Väter sprachen von der sakramentalen Charakter des Wortes Gottes. Das ist ein zu schwieriges Wort für heute, aber es trifft genau das auf den Punkt. Lass Gottes Wort reden, dann bewirkt es etwas. Und das gilt nicht über die Köpfe hinweg der ganzen Welt nur, sondern das gilt für mich und für dich. Ich möchte uns noch ein biblisches Beispiel etwas näher bringen. Auch in der vergangenen Woche war ich mit einer kleinen Gruppe dort oben auf dem Karmel. Wir standen auch wieder einmal vor diesem Denkmal des Elia. Ein Denkmal, das die Karmeliter da oben aufgestellt haben, um an dieses Gottesurteil auf dem Karmel zu erinnern. Und wir wissen die Geschichte, 1. Könige 17, 18. Elia ist der einzige Prophet. Auf der Gegenseite dieses gottlosen Königs Ahab sind 400 Baalspriester. Die Abmachung ist klar. Ruft ihr den Namen eures Gottes an? Ich aber will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist Gott. Und das herumrum stehende ganze Volk antwortete und sprach, das ist recht. Endlich gibt es ein Schauspiel. Lass uns zugucken. Sie war nun entschieden. Baal ist der Gott des Feuers oder des Blitzes, auch der Fruchtbarkeit. Aber Elia wusste das und sagte, es geht darum, Feuer zu legen. Und euer Baalgott kann das am besten von allem, was er kann. Lasst es ihn machen. Und ich werde auch meinen Gott bitten, das zu tun. Und was dann geschieht, ich liebe diese eine Stelle in 1. Könige 18, das heißt dieses eine Kapitel, und da steht zweimal so wie in diesem Vers, sie nahmen den Stier, den man ihnen gab und richteten zu und riefen den Namen Baals an, vom Morgen bis zum Mittag und sprachen, Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Das steht zweimal in diesem Kapitel. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Kam nichts. Und sie haben getanzt und haben sich in Ekstase gebrüllt und sich geritzt und lange Zeit verwendet und da war keine Stimme noch Antwort. Und dann kam Elia. Er sagt, genug, her zu mir. Und hat aufgebaut und hat Wasser darüber gießen lassen. Wenn man da oben steht auf dem Karmel, nun, der letzte Beweis, dass es exakt diese Stelle war, wo das Denkmal heute steht, der fehlt natürlich. Aber der Karmel ist in einigermaßen
geografisch und topografisch in sich einig. Es könnte jeder dieser sanften Anhöhen gewesen sein, theoretisch. Aber der Bach Kishon, wo sie Wasser holen musste, der war unten. Und da mal runter den Abhang und wieder rauf, das sind mindestens eine Stunde für geübte Steiger mit Wasser dran. Das hat er dreimal machen lassen. Runter, Wasser holen, rauf und übergießen, es war alles nass. Der Graben drumherum war voll Wasser. Und dann betet er. Und da bittet, uns fehlt die Zeit, das jetzt im Einzelnen nachzulesen, 1. Könige 18, da bittet Elia ganz einfach: Erhöre mich, Herr. Und dann sagt er ein geheimnisvolles Wort: Damit dies Volk merke, dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Das war nicht Elias Challenge gegen die Baalspriester. Hier ging es nicht Baalspriester gegen Elia, hier ging es Baal gegen Jahwe. Und er hat zu Ende gebetet und das Feuer Gottes fiel herab und fraß alles auf, nicht nur das Opfertier, das Wasser und das Holz, den Stier, die Steine. Und das Volk fiel nieder und schrie: Der Herr ist Gott. Adonai Hu Ha Elohim. Der Herr, er ist Gott. Und der Herr, Adonai, oder eigentlich Yahweh, wie hier steht. Ich habe auf meinem Auto, wir haben so einen, dankbarerweise einen Langstreckenbomber, sage ich immer, wo wir in Deutschland, in der Schweiz unterwegs sind, lange, viele, viele Strecken. Ich habe hinten einen kleinen, unauffälligen Aufkleber, wo in Japanisch und in Griechisch und in Hebräisch draufsteht: Der Herr ist Gott. Und das führt zu Gesprächen. Auf Deutsch steht es nicht da. Sie haben da etwas Arabisches stehen. Was heißt denn das? Nein, das ist nicht Arabisch, das ist Hebräisch. Oh, okay. Und das andere? Und Chinesisch? Nein, auch nicht, das Japanisch. Ja, was bedeutet das? Der Herr ist Gott. Und schon sind wir im zentralen Gespräch. Das Reden Gottes offenbart den wahren, lebendigen Gott. Gottes Wort redet. Und jetzt machen wir einen ganz wichtigen Sprung ins Neue Testament zur Fleischwerdung dieses Redens Gottes in Jesus Christus, von dem Johannes der Jünger in seinem Evangelium geschrieben hat: Gott war das Wort, und das Wort wurde Fleisch, nahm menschliche Gestalt und Wesen an und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern später: Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Da geschieht etwas durch diese Worte. Das sind nicht Worte, die verhallen von irgendjemand. Hier ist Leben enthalten drin. Und Paulus erklärt es uns auf wunderschöne Weise. Und er sagt in Römer 10: So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Darf ich uns nochmal so ein ganz, ganz klein bisschen in dieses Griechische hineinnehmen? Der theoretische Teil kommt damit aber auch schnell zu Ende. Hier in der Regel haben wir das Wort Logos, das kennen wir gut, für das Wort Wort. Aber hier in Römer 10, 17 ist eben nicht das Wort Logos verwendet, was ganz allgemein heißt Wort. Jede Vokabel ist ein Logos. Sondern hier ist ein anderes griechisches Wort verwendet, Rhema. Und Rhema heißt ein Wort mit einer konkreten Bedeutung und das eine Wirkung hat. Das Predigen kommt durch das Wort Christi. Wenn Christus, ich fasse es zusammen, in deinem Leben reden darf, dann bleibt dein Leben nicht, wie es war, dann verändert sich etwas. Wenn sich dein Leben nicht verändert, dann kommt das Reden Gottes, vor allem die Begegnung mit Christus, zu kurz. Die Bedeutung der Bibel, des geschriebenen Wortes, hat eine ganz direkte Verbindung zu unserem geistlichen Stand
als Jünger Jesu. Unser geistliches Leben ist immer nur so weit gesund und am Wachsen, wie unser Verhältnis zur Bibel ein lebendiges Verhältnis ist. So in etwa hat es Georg Müller aus Bristol einmal ausgedrückt. Und deshalb als dritter und letzter Punkt: Wie soll man das Wort der Bibel annehmen? Was bedeutet das für uns ganz praktisch und persönlich? Und dazu möchte ich wieder zurückkehren zu unserem Bibeltext von heute. Das Gebot, das ich dir heute gebiete, sagt Mose, ist nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht oben im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde, in deinem Herzen, dass du es tust. Niemand ist hinaufgefahren in den Himmel und hat es geholt. Aber es wurde uns vom Himmel herabgebracht. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und Christus kam ganz nahe. In diesem letzten Punkt, da möchte ich uns zwei Schwerpunkte nahebringen. Das eine ist die Bedeutung der Nähe des Wortes Gottes, der Bibel. Und das andere ist die Bedeutung der Nähe Christi, der gekommen ist, den ich nicht holen muss aus dem Himmel. Er ist auch nicht irgendwo weit weg in Japan über den Meeren drüben, dass man dorthin müsste, um ihn zu holen. Er ist ganz nahe gekommen. Sein Wort ist Geist und Leben. Aber zunächst, was heißt dieses Wort? Es ist ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Wir fangen an mit dem ersten von diesem Dreiklang. Mund, Herz, Tun. Der Mund. Was soll Gottes Wort in meinem Mund? Wir Heiden, Heidenchristen, haben Schwierigkeiten, das zu verstehen. Vor 3 Tagen stand ich noch einmal an der Klagemauer. Ich bin ganz ehrlich gesagt am liebsten nachts dort. Nicht nur wegen der beleuchteten Atmosphäre, da ist nicht ganz so dichtes Gedränge. Und da kann man auch manches beobachten, Interessantes beobachten. Man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit dort orthodoxe, fromme Juden stehen sehen, die beten. Wie betet ein Jude? Ob das an der Klagemauer ist oder unterwegs im Zug, sogar im Flieger, im Flugzeug. Wie betet ein Jude? Er bewegt sich. Er bewegt den ganzen Körper oft, wiegend hin und her. Er schert sich nicht um das, was diese Heiden um ihn herum gucken und fotografieren. Er ist so konzentriert. Und er betet inbrünstig. Da kann man Männer weinen sehen dort an der Klagemauer. Und vor allen Dingen, wenn man einmal in sein Gesicht schaut, dann fängt man an, das Wort vom Mund ganz nahe bei dir in deinem Mund zu verstehen. Ein Jude liest mit den Lippen. Nach unserem Verständnis lesen wir Europäer in der Regel mit den Augen. Also wir brauchen die Augen, braucht man sowieso, auch ein Jude braucht die Augen zum Lesen, sei denn wir sind blind und lesen mit den Fingern, mit dem Fühlen, das ist nicht gemeint. Aber in unserem Sprachgebrauch und Verständnisgebrauch sagen wir lesen mit den Augen. Und der Jude sagt, er liest mit den Lippen. Es wird die Lippen bewegt, am besten die Stimme sogar dazu genommen. Und deshalb gibt es im Deutschen dieses Sprichwort, hier geht es zu wie in der Judenschule. Das ist für uns fast negativ klingend, aber es ist zunächst eine reine Aussage. Eine Judenschule, eine Yeshiva oder sogar eine Synagoge, wenn nicht Gottesdienst ist, dann sind da oft Männer versammelt oder junge Leute versammelt, die studieren die Bibel. Und wie studieren sie? Wenn man in Jerusalem an einer Yeshiva vorbeikommt, dann mögen da 20, 30 oder mehr junge Männer drin sein, die lesen die Bibel
Wort für Wort, Zeichen für Zeichen, jeder für sich an seiner Stelle und jeder laut. Und dann klingt es wie ein großes Stimmengewirr und von außen gehört, meint der Heide, da geht's unkontrolliert und chaotisch zu da drin. Da kommt dieses Sprichwort her, da geht's zu wie in der Judenschule. Aber was jeder Einzelne tut ist, er liest seinen Abschnitt und liest den laut an seiner Stelle. Und ob die Stimme dazu kommt oder nicht, ist nicht entscheidend. Die Lippen bewegen sich. Was bedeutet diese Aussage? Es ist das Wort ganz nah bei dir in deinem Munde. Jetzt mache ich es deutsch. Lies. Das heißt nichts anderes als lies. Lies das Wort. Lies die Bibel. Schlag sie auf und beschäftige dich damit, dass Gottes Wort wirken darf in deinem Leben. Lies. Manche sagen sich, ich begnüge mich mit dem Hören, was andere über diesen oder jenen Gedanken der Bibel sagen. Und Predigt hören ist sehr wichtig. Predigt hören ist nicht zu vergleichen mit Bibellesen. Mit ganz persönlichem Hineinsteigen und das Wort verlangend, suchend zu lesen. Sagen, Herr, jetzt ist die Zeit, du und ich. Ich will hören, ich will innerlich hören, ich will lesen. Und lies die Bibel als Gottes Wort. Nicht als irgendein theologisches Wort oder sonst logisches Wort oder philosophisches Wort, sondern als ein Wort, wo der Herr selbst zu dir reden darf. Ich erinnere mich an einen lieben Lehrer. Damals, wir hatten unsere Ausbildung im damaligen Missionsseminar der Liebenzeller Mission. Und er kam dann und wann als Gastlehrer und hat referiert, meistens über das Wort Gottes, Zusammenhänge der Bibel. Und das war hoch für uns, hochinteressant. Und er hat zeugnishaft berichtet. Und er hat einmal berichtet und sagt, ein Lehrer oder Verkündiger wie ich bin, der viel mit dem Wort Gottes auf der Kanzel am Pult steht und sich immer damit beschäftigt, der braucht auch einmal wieder die Zeiten, wo Gottes Wort ganz persönlich redet. Und wenn ich merke, ich brauche das, dann nehme ich ein Vollbad im Wort Gottes. So nannte er es. Und was macht er? Er hat einen lieben Freund hier in der Schweiz, der hat eine Berghütte. Er sagt, ich gehe eine Woche, 7 Tage in diese Berghütte. Ich nehme Wasser und wenig zu essen mit. Man braucht nicht viel, wenn man sich nicht so viel sportlich betätigt, sondern sich mit Gottes Wort nur persönlich beschäftigen möchte. Und dann sagt er, und dann lese ich in 7 Tagen die Bibel durch. Von Anfang bis Ende. Zeitlich gesehen ohne Mühe. Das geht in 7 Tagen. Und dann habe ich ein Vollbad im Wort Gottes genommen und merke, wie es stärkt, tröstet, den Finger auflegt, mahnt, zurechtweist, neu den Weg weist. Und wenn man im Reisedienst ist, wie ich es sein darf, und manches Mal mit da und dort Gemeindeältesten, Gemeindeverantwortlichen, Pastoren oder dergleichen zu tun hat, eines war für mich erschreckend auffällig. Ich möchte das mit Würde, Vorsicht und Selbstkritik sagen dürfen. Wenn man über Probleme in den einzelnen Gemeinden etwas gehört hat, und das geht unter den Verantwortlichen, wenn die sich treffen, relativ schnell, dass sie sich auch mal das Herz ausschütten, dann war Problem Nummer 1, meine Gemeinde liest so wenig persönlich Gottes Wort. Die kommt treu unter die Predigt. Die nehmen diese und jene Veranstaltung mit. Aber als Gemeindehirte hast du Gelegenheit genug, da Einblick zu kriegen, wie es denn ganz persönlich aussieht. Und das ist erschreckend. Was habe ich mit der Bibel zu tun? Mit dieser Frage möchte ich uns entlassen eigentlich. Das Wort Gottes mit Verlangen lesen, darin Christus, das Wort Gottes zu finden.
Liebe Geschwister, wir leben in dieser Zeit. Bibeln in allen Ausgaben, Größen, Schattierungen und in allen Mengen, zur Linken wie zur Rechten, und trotzdem zu wenig, ohne dass ich jetzt an irgendjemand anderen denke als an mich, zu wenig persönlich hinein vertieft. Und da sagt Mose, es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Mund, lies es. Das ist der Weg, wo es ins Herz geht, nicht anders. Und das ist der Weg, wo es in die Hand geht, dass du es tust, wo es ins Leben kommt. Über das Lesen, ins Herz und ins Leben. Und meistens versuchen wir ganz unbewusst, das andersherum machen zu wollen. Denken, wir müssen erst mal handeln, damit sich die Situation verändert. Und dann beschäftigen wir uns auch näher mit Gottes Wort in die Tiefe und spezialisierend. Nein, Gottes Wort wirkt für sich. Es ist unabhängig von meiner Auslegung oder deiner, von meinem Verständnis oder deinem. Setz dich dieser Wirkung aus. Ihr sucht in den Schriften, sagt Jesus den Jüngern, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Sie sind's, die von mir zeugen. Und deshalb ist es auch wichtig zum Schluss, dass wir das Wort Gottes lesen mit der Bereitschaft zu gehorchen. Das ist die logische Folge davon, die ganz logische. Ich sage, ich will es wirken lassen und will mein Leben ausrichten, neu ausrichten nach diesem Wort. Wir haben das Wort in aller Freiheit, aber wir haben eine Ahnung davon, wie sich unsere Zeit verändert gerade und wie sie sich schon verändert hat in nächster Nähe. Und liebe Geschwister, wir wissen nicht, wie lange wir dieses Wort frei haben dürfen. Und deshalb ist es nötig, hier zu handeln, in deinem Munde und deinem Herzen, dass du es tust. Ich persönlich habe das sogar über die Brücke von orthodoxen Juden, wie hier dargestellt, lernen können. Es ist nicht nötig, dass wir so aussehen. Wir sind keine orthodoxen Juden. Aber hier, das steht im Alten Testament, in ganz frühen Zeiten, wo der Mose Christus noch nichts sah, wo er noch nicht wusste, dass er kommen wird vom Himmel, wo er ihn herbeigesehnt hat, sicherlich. Aber das, was wir im Neuen Testament wissen, das wusste er noch nicht. Und dann sagt er, es ist ganz nahe bei dir. Lass es wirken durch deinen Mund. Und ich schließe mit einem Wort, in dem uns Paulus eine interessante Brücke gibt. Er hat in Römer Kapitel 10 geschrieben, die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so, das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Hier zitiert er 5. Mose 30. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerettet, gerecht, und wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Die Schrift spricht, Jesaja 28, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Heiden, Griechen. Es ist über alle dasselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Joel 3. Mein Wunsch ist es, dass wir, wenn es sein soll und sein darf, ein neues Verhältnis zu unserer Bibel bekommen. Das wünsche ich mir immer wieder. Weil wir wissen, hier habe ich es greifbar und sogar lesbar, was der Weg zum Heil ist. Wie sehr der Herr mich liebt und wie darin meine Seligkeit begründet ist, dass dieses Wort wirken darf. Und ich wünsche uns, mir und uns, dass wir dadurch, gestärkt durch sein Wort, zu Zeugen werden, die das wieder weitersagen und anderen sagen können, es ist dir ganz nahe, es ist da, hier unter uns. Wir wollen miteinander beten. Wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen.
Lieber Herr, wir danken dir für das, was du uns durch die alten Zeiten von Mose an kostbaren Schätzen in deinem Wort gegeben hast. Und lieber Heiland, wir danken dir, dass du gekommen bist, um dieses Wort ganz, ganz nahe zu bringen. Gib doch, dass wir dein Wort nicht in der Ecke stehen lassen, dass die Bibel zu unserem persönlichen, täglichen, ernsten Begleiter wird, dass das Wort in uns wirkt und Neues schafft, damit wir Zeugen sind in dieser Welt. Herr, dein Wort sagt uns, dass du bald kommst. Wir freuen uns darauf, dich zu sehen, an den wir glauben. Und das möchten wir tun, Herr. Bereite uns zu und schenk, dass dein Wort seine Kraft in uns entfaltet. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.